Mein Name ist Helmut Schmidt, ich bin Pressesprecher der Feuerwehr Hürth. Wir sind hier im Ortsteil Gleuel auf der Hans-Reuter-Straße. Hier wurde ein Brand in einem Gebäude gemeldet. Ja, was war die Lage beeintreffend? Beeintreffend war es so, dass ein unteres Büro im Erdgeschoss verraucht war und dass wir daraufhin die darüber liegenden Wohnungen evakuieren mussten. Wir haben 12 Personen aus dem Hause geführt. Die sind notärztlich gesichtet worden. Wir hatten eine weitere Person, die sich noch im Gebäude befindet. Dort ist der Rettungsdienst vor Ort. Die Räume sind unverraucht. Also Verletzte gibt es demnach keine? Verletzte gibt es Gott sei Dank nicht, nein. Okay. Wie war das weitere Vorgehen mit der Brandbekämpfung und was müssen wir jetzt noch machen? Also die Brandbekämpfung sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt mit Kleinlöschgerät das Feuer gelöscht. Das war Gott sei Dank auf den Entstehungsraum begrenzt. Parallel dazu werden jetzt alle Bereiche gelüftet, sodass wir in einer Stunde ungefähr die Maßnahme abgeschlossen haben. Ja, mit welchen Einsatzkräften und wie vielen Völkern sind Sie hier vor Ort? Wir haben derzeit Einsatzkräfte, wir haben 2 RTWs, einen Notarzt, parallel dazu die hauptamtliche Wache Herr Mühlheim und den Löschzug Gleuel, sowie in Bereitstellung den Löschzug Herr Mühlheim.